Ja, hallo, ich bin Klaus Nopper. Ich bin im Gemeinderat für die CDU-Gemeinderatsfraktion und dort unter anderem im Jugendhilfeausschuss, im Gleichstellungsbeirat und im Verwaltungsrat des Klinikums. Team Tomorrow trifft. Spannende Persönlichkeiten aus der Politik und dem Stadtgeschehen. Diese Menschen prägen die Demokratie und unsere Gesellschaft. Wir interviewen sie für euch, damit ihr sie und ihre Welt besser kennenlernen könnt. Klaus, du bist seit 2004 CDU-Stadtrat. Was war der entscheidende Grund für deinen Beitritt in den Gemeinderat? Ja, ich komme aus einer kommunalpolitisch geprägten Familie und es hat mich sehr interessiert, diese Kommunalpolitik, weil man dort viel bewegen kann und auch was für die Allgemeinheit zu tun. Das war auch mein Beweggrund. Ich finde auch, dass man sehr viel bewegen kann. Ja. Für was steht die CDU im Rathaus in drei Worten? Drei Worten, Christlich-Demokratische Union sind schon mal drei Worte, aber auf die Kommunalpolitik heruntergebrochen würde ich sagen, Realismus, Pragmatismus und auch zum guten Teil Idealismus. Das waren wirklich schöne drei Worte. Du sitzt im Beirat für Gleichstellungsfragen. Ja. Kannst du kurz erzählen, was der Beirat für Gleichstellungsfragen macht und was genau sind deine Aufgaben und Funktionen in diesem Beirat? Also fangen wir von hinten rum an, die Funktion wie jeder andere auch, die Arbeit zu unterstützen und Impulse einzubringen. Die Aufgaben ist, wie der Name schon sagt, die Gleichstellung, also dass man Diskriminierung, bestehende Diskriminierung beseitigt, verschiedenster Art, Frauen, Männer, schwul, nicht schwul, was auch immer, die ganzen Sachen, richtig klar. Du bist gebürtiger Stuttgarter und bist auch hier aufgewachsen. Richtig. Was war denn als Jugendlicher dein Lieblingsort hier in Stuttgart? Und ist das heute noch dein Lieblingsort? Teils, teils. Zum Beispiel, ich war immer früher am 551. Das war am alten kleinen Schlossplatz, den es heute nicht mehr gibt. Das war eine sehr schöne Bar. 551 ist die Frequenz, die die NASA ins Weltall schickt, um mit Außerirdischen in Kontakt zu treten. Deswegen hieß die Bar so. Das war sehr schön, da haben wir viel Spaß gehabt. Birkenkopf, Monte Cervellino oben finde ich auch schön. Da bin ich heute auch immer noch gerne. Selten, aber wenn ich da bin, freue ich mich immer. Sehr schön. Du bist im Jugendhilfeausschuss. Ja. Welches Thema bzw. welche Themen der Jugendlichen ist dir wichtig? Und gibt es eins, das dir besonders am Herzen liegt? Also es gibt viele Themen, die einem am Herzen liegen. Zum Beispiel, dass kein Kind darf verloren gehen, dass man guckt, dass alle Jugendlichen gefördert werden, die vom Elternhaus nicht die Unterstützung haben, wie andere vielleicht, dass man die versucht zu fördern. Das ist wichtig mit den ganzen Programmen, die man auflegt, in die man auch investiert. Dass Gewaltschutz gegen Kinder, das sind auch wichtige Dinge. Ferienbetreuung der Kinder sind auch wichtige Dinge. Also da gibt es Kinderbetreuung an sich, dass man überhaupt ausreichend Räumlichkeiten und Personal zur Verfügung hat. Also gibt es einen ganzen bunten Strauß, wie es so schön immer heißt, an wichtigen Dingen. Wie bist du zur Kommunalpolitik gekommen? Und warum würdest du jungen Menschen empfehlen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren? Ich bin zur Kommunalpolitik gekommen durch meinen Vater, unseren Vater, der kommunalpolitisch sehr aktiv war. Und da bin ich halt von klein auf herangeführt worden. Mich hat das sehr interessiert und deswegen habe ich auch kandidiert und bin auch immer nach vorne gewählt worden von den Stuttgarterinnen und Stuttgartern. Und ich kann nur empfehlen, allen das zu machen. Meine jüngeren Tochter habe ich es auch näher gelegt. Die ist vielleicht auch politischer, ein bisschen interessierter. Weil man gerade in Kommunalpolitik sieht man speziell, wenn man was man bewirken kann. Also das heißt, es liegt schon in Ihrer Familie? Vielleicht, ja. Teilweise auf jeden Fall. Du hast damals deinen Grundwehrdienst bei der Fallschirmtruppe in Calw absolviert. Richtig, ja. Wie oft musstest du aus einem Flugzeug rausspringen? Und hattest du Angst oder hattest du Spaß dabei? Also müssen zum Springen wird keiner gezwungen, das muss man freiwillig machen. Aber wenn man bei der Fallschirmtruppe ist und nicht springt, dann ist man nur ein halber Mensch. Deswegen, ich habe es gemacht. Ich hatte beim zweiten Sprung hatte ich Angst, weil mir am Transportflugzeug springt man zu zweit raus und da ist meine Fallschirmkappe oben, da bin ich durchgesackt. Und vor dem Springerlehrgang sagen sie, es kann durchaus passieren, dass sie danach im Rollstuhl enden. Wenn sie das nicht wollen, sagen sie es jetzt, bevor wir Geld investieren. Ich habe dann aber meine Angst besiegt und bin dann rausgesprungen und ich habe 9 Sprünge gemacht, wenn ich es richtig sehe. Ich glaube 6 Transall, also Transportflugzeug damals und den Rest CH-53 Transporthubschrauber rausgesprungen. Es ist ja schön, dass Sie Ihre Angst überwinden konnten. Ja, das war schon klar. Du sagst, Stuttgart muss auch in Zukunft die Stadt eines gelungenen Zusammenlebens unterschiedlichster Menschen sein. Ja. Mit welchen Maßnahmen setzt du und deine Fraktion das im Gemeinderat um? Hast du Beispiele? Gut, wir im Gemeinderat umsetzen, wir können Anträge einbringen, wir haben ja nicht die Mehrheit. Noch nicht wieder. Wir hoffen natürlich, wir arbeiten dran und hoffen, dass wir es haben werden. Beispiele, dass jeder gern leben kann. Gerade für Jugendlichen auch, man darf
diese Unbeschwertheit derzeit ist weg, wenn man abends weggeht in die Stadt. In den 80er Jahren, in meiner Jugend damals, in des vergangenen Jahrhunderts, war es so, du konntest in die Stadt gehen und es war eigentlich relativ ungefährlich. Und heute, wenn ich am kleinen, 551 habe ich vorhin berichtet, wenn ich heute auf einen kleinen Schlossplatz gehe, sieht es anders aus. Das heißt, man muss die Stadt so gestalten, dass man sich wieder gern aufhält, dass alle, dass auch Mädchen zu zweit oder alleine weggehen können, ohne Angst haben zu müssen. Das muss man machen, das müssen wir durch fördern und fordern. Und wie der Kreisvorsitzende der CDU zu Recht gesagt hat, Law and Order gehört auch dazu. Dein Bruder ist der neue Oberbürgermeister von Stuttgart. Richtig. Duzt du ihn eigentlich bei Sitzungen? Nein, bei Sitzungen nicht, versuche ich immer zu vermeiden, sonst natürlich schon, klar. Aber ja, ich weiß nicht, das ist so, nee, eigentlich nein. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Du wolltest Oberbürgermeister in Heidenheim werden. Ja. Was hat dich dazu bewegt und warum konntest du leider diesen Posten nicht für dich gewinnen? Also bewogen hat mich auch, weil man als OB sehr viel bewegen kann und weil Heidenheim ganz, also bei jeder Stadt hätte ich es nicht gemacht, bei einer x-beliebigen Heidenheim fand ich eine ganz besondere, schöne Stadt, die Konstellation gefällt mir sehr gut dort. Warum es nicht geklappt hat, man muss immer bei sich persönlich zuerst die Gründe suchen, vielleicht hätte ich manche Dinge noch besser machen können, klar, aber es war so, dass das gesamte linke Spektrum, einschließlich der Freien Wähler, wollten einfach einen Wechsel haben, die wollten keinen CDU-Kandidat mehr. Und es war Corona-Zeit, also man konnte auf die Menschen gar nicht so recht zugehen, was ich eigentlich sonst sehr gerne tue. Aber im Lockdown ist das halt schwer. Ja, das und dann noch schwer. Mit FFP2-Maske. Ja. Ja. Jetzt kommen wir schon zu unseren zwei Abschlussfragen. Wie sieht deine Traumstadt Stuttgart aus? Und was erträumst du dich für uns Jugendliche? Also Traumstadt Stuttgart für mich sieht aus, dass die Menschen hier in einer offenen, lebensbejahenden und positiven Grundstimmung leben können, dass man hier ein sicheres, also sowohl von der inneren Sicherheit, was wir vorhin angesprochen haben, auch von der wirtschaftlichen Sicherheit prosperierendes Stuttgart haben, wo man auch Wohnraum bekommen kann, wo man auch das verkehrstechnisch gut gelegen ist, sind wir eisenbahntechnisch ja bald noch besser angeschlossen in Stuttgart 21, wo man halt gerne lebt einfach und sicher lebt und sich auch alles, ob man arbeitet oder Bildung hat und alles. Und das gilt eigentlich für alle Altersstufen, also auch für Jugendliche. Jugendliche sind da keine, oder Ältere sind da keine Wesen vom anderen Stern, sondern das ist eigentlich gleich. Für Jugendliche braucht man ein Angebot zum Weggehen, dass sie weggehen können. Und daran muss man arbeiten. Wir hatten ja die TU Heuss, die hat sich jetzt auch wieder geändert. Aber ich denke, da muss man mit arbeiten, dass auch Jugendliche gern wieder in die Stadt gehen. Dann gehen auch alle wieder gerne in die Stadt. Das spezifische Angebot, das finde ich wichtig. Ja, dann das war's schon auch für unser Interview heute. Okay. Und mein Name ist Raban vom Team Tomorrow. Und wenn ihr mehr von unseren Interviews sehen wollt, könnt ihr uns gerne auf unserem YouTube-Kanal folgen. Und wenn ihr an sich was von uns wissen wollt, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Dankeschön. Ja, immer gern.